erstmal das Zweite Weltkrieg anfängt. Oder begonnen hat. Ach, hier oben haben wir auch noch eins. Würde sich das lohnen, das hier rüber zu karren? Hier ist schon so viel Kohle drin. Hier kann man auch schon fast einen zweiten Zug fahren lassen. Oh, jetzt kommt wieder der Metal. Und der Metal von Drachenlord kommt jetzt wieder. Sieht denn das überhaupt aus mit den Bahnhöfen? Ich glaube, wir können auch noch ein paar Fahrzeuge mehr einstellen. Mit dem, was hier noch drin gelagert ist. Kiesheim-Tal, da könnte auch schon ein zweiter Zug fahren. Ich stelle mal einen zweiten Zug ein hier. Das ist ja auch blöd, wenn dann nämlich nie ein Zug ankommt und das Zeug abtransportiert. Das ist nämlich schlecht für die... für das Stationsrating. Fahrzeugen das dorthin oder nicht? Ist das schon zu weit oder geht das noch, die Strecke? Ich hatte ja eingangs gesagt, ich will jetzt auch nicht unbedingt jedes Kohlekraftwerk einzeln anbinden, aber die Frage ist halt auch, wo macht man Schluss? Wo ist die Grenze? Ja, ich baue noch... Oh, Zug hat sich verirrt. Weil... Nö, da findet doch den Weg dorthin, hm? Da habe ich wieder irgendwo Mist mit den Signalen gemacht. Nö. Kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, die Kritik. Wir müssen uns das mal, klicken uns den hier nochmal an den Zug. Oh, jetzt muss er aber stark abbremsen hier an den Hügeln. Guck mal, hier oben bei dem. Hier würde ich ein. Dingsbums machen. In. Na, was hatte ich vorhin gesagt? Eine Feederlinie. Aber bei dem hier nicht. Eigentlich könnte man dann hier gleich rüberbauen und das nutzen. Der hat mir gerade auch rum, er hätte sich verirrt, aber es ist eigentlich Schwachsinn. Oder aber dem ist die Strecke schon zu lang, die die fahren müssen. Kann natürlich auch unter Umständen sein. Aber wir werden es immer oben in dem Fenster beobachten. Also muss ich eine Zweierbrücke rüberbauen. Na gut, ist das halt so.
Gut, die Suspension Bridge, die ist neu, Jan. Dann passt das mit den neuen Brückengrafiken, aber irgendwie kommt mir das Bild komisch vor. So, der erste Abzweig mitten auf freier Strecke. Und die Züge sind so langsam. Oh, das kann ja was werden. Jetzt muss ich hier an dem Kohlebergwerk vorbei. Das Lied fetzt auch. Okay, ich höre schon auf mit Mitsingen. Das ist natürlich blöd, hier geht es erst runter, dann fährt er wieder hoch und dann wieder an der Brücke hochzufahren und hoch und runter und so sind überhaupt. Das kostet natürlich auch Geschwindigkeit dann, aber so kann ich. Nee, warte mal, Moment, das ist irgendwie Schwachsinn, was ich hier erzähle. Ich das Land einfach bis hier vorne ran planiere. Dann kann ich eigentlich auch. Dann haben wir hier so eine blöde S-Kurve drin. Das kostet auch wieder Geschwindigkeit, glaube ich. Das sollte man auch möglichst vermeiden, sowas. Aber das können wir später dann auch nochmal ausbauen. So, wir haben jetzt 4 Millionen auf der hohen Kante. So, das wird jetzt hier wieder eine kleinere. Kleinere Bahnhofsstation. Na, wo ist es? Hier. Die einfach geiles kleines Bahnhofsgebäude. Das können dann irgendwie, ach so, das ist so ein Zweierfeld. Ja, das kriege ich hier. Was hätte man hier reinstellen können? Ja, gut. So, dann. Zack. Und dann noch den Prellbock dran. Quatsch, den hier hätte ich gern. So. Ich glaube, wir würden uns nichts anderes übrig bleiben, als es erstmal so zu bauen. Dürfte aber bei einem Bahnhof, der eher selten angefahren wird, kein Problem sein. Das nächste Depot ist auch erst dort hinten. Na gut, dann ist das halt so. So, und Abfahrt. So, der ist doch gleich am Ziel, also nichts ist mit, hat sich verfahren. Hä? Ach, ich ahne was.
Ich ahne etwas. Wir haben hier irgendeinen. Ich soll noch nach Bremen an der Donau fahren. Haben wir das mit allen Zügen so gemacht? Oh nee. Das ist jetzt so ein klassischer Fail, wo ihr euch ruhig drüber lustig machen könnt. Die Züge fahren ja 1, 2, 3, 4. Nee, 3. Der muss noch, jetzt macht das doch Sinn, mit dem hat sich verfahren. Also Entschuldigung, nehme ich zurück. Dass ich gesagt habe, das stimmt doch gar nicht. So, und hier kommt dann die Fiederstation hin. Ich denke mal, da können wir es auch zweigleisig wieder bauen. Das würde sich hier wahrscheinlich ausgehen. Zweimal vier. Prellbock dran. Können wir schon mal hier wir bauen ja wieder unsere bekannte klassische unser klassisches Fiederstreckenlayout, was einfach eine Schleife darstellt und dann mit Einbahnstraßenregelungen. Ja, Einbahnstraßenregelung, die kommen von da, fahren hier geradeaus.